So, und weiter geht's. Ja, du mich auch. So. Hier ist es sogar relativ wichtig, die Viecher mal zu besiegen. Denn wenn wir es nicht getan hätten, gäbe es Probleme. Das Schlimmste ist, mir darf jetzt kein Fehler passieren. Ein Fehler. Wir sind da wieder ganz unten. Ach, du grüne Neuner. So. Tätigen wir das einmal. Damit sich nämlich die Türen unten öffnen. Auch hier speichere ich nochmal. Wenn ich jetzt keinen Nervenzusammenbruch kriege, sollte alles super funktionieren. Denn, oh Gott, ich bin hier jedes Mal beinahe schwindelig. Jetzt kommt da etwas, was nervig ist, aber dennoch cool. Huch, das war mal in die falsche Richtung. Also großartig, jetzt kann uns ja quasi nichts passieren, sofern ich jetzt das Spiel nicht beende. Wenn ich jetzt das Spiel beende, wäre ich sehr blöde. Die Tür ist zu. Komm mal doch nicht mal raus. Raziel. Dörchen. Rahab, du hast dich deiner Umgebung gut angepasst. Erstaunlich für jemand von so geringem Geist. Spotte nicht, Raziel. Du weißt doch, wie viel Kraft es braucht, den eigenen Schatten zu überwinden. Kein sagte, du würdest kommen. Du redest mit dem Mörder? Du tätest gut daran, deine lästerliche Zunge zu hüten. Was hat er dir noch gesagt? Dass du mich vernichten würdest. Das werde ich auch. Doch sag du mir, bevor ich deine Seele aus ihrer Verankerung reiße, weißt du, was wir waren, bevor wir zu Kains Brut wurden? Menschlich. Seraphan Rahab, das genaue Gegenteil von allem, was wir jemals glaubten. Was liegt daran? Wir waren verloren. Er hat uns gerettet. Uns gerettet? Wovor? Vor uns selbst. Ja. Und jetzt kommt das Witzige an diesem Bosskampf.
Dass wir nämlich hier die Gläser kaputt machen müssen. Und das klappt mir schlechter als recht. Oh Gott. Well. Eins hätte nur noch gefehlt. Und welches fehlt denn noch? Ah, das Zeug hinter mir. Natürlich. Das ist mein Ende. Sozusagen, ja. Ich dachte, der Fische schwimmen oben. Indem du Rahabs Seele in dich aufgenommen hast, musst du dich nicht mehr vor Wasser fürchten. Jetzt löst das Wasser deine körperliche Hülle nicht mehr auf und du kannst an Orte schwimmen, die vorher für dich unerreichbar waren. Ja, das heißt, Razi darf sich endlich waschen. Wir können endlich schwimmen und ich hasse die Schwimmsteuerung. Wobei hier ist ja nicht ganz so schlimm wie in Soul Reaver 2. So. Und als allererstes speichern. Es gibt nichts Geileres, als das hier endlich geschafft zu haben. So. Ja, klappt doch alles super. Wenn ich jetzt noch den Weg wieder nach draußen finde. Ah. Okay. Der Weg geht sogar nicht besser. Das ist doch der Weg nach draußen. Nee, da! Ha! Was soll ich sagen? Wo muss ich so hier lang gehen? Okay, die Schwimmstörung hier ist mit der Leertaste aber auch nicht gerade schön. So. Aber jetzt können wir uns tatsächlich um Secrets kümmern. Jenseits des Mahlstroms des Abgrundes führt ein unterirdischer Gang nach Norden zum kleinen Gebiet deines Bruders Dura. Dank Rahabs Seele kannst du schwimmen, um dort hinein zu gelangen, wo du zuvor nicht weiterkommen konntest. Ja, aber bevor wir zu Duma gehen, wird noch einiges passieren. Und zwar werden wir... Die Richtung. Und zwar werden wir einiges an Sachen holen. Hallo, darf ich hier wieder raus? Ah, jetzt kommt wieder das Ding, dass wir hier nicht rauskommen. Stimmt, ja, da war ja was. Kommt der hier wieder nur über Umwege raus? Okay, wir machen es einmal ganz einfach. Enter Sheeten. Jenseits des Mahlstroms des Abgrundes. Das hatten wir, danke. Führt ein unterirdischer Gang nach Norden zum kleinen Gebiet deines Bruders Duma. Weiß ich doch. Dank Rahabs Seele kannst du schwimmen, um dort hinein zu gelangen, wo du zuvor nicht weiterkommen konntest. Das weiß ich. Stell dir vor. Das weiß ich alles. Aber
was ich als erstes machen will. Was jetzt in diesem Moment am schnellsten geht. Ist. Doch, das hier. Aber ins Kerngebiet von mir hier zurückgehen. So. Dass wir hier nochmal zurückkommen. Wer hätte das gedacht? Bietet sich halt gerade an. Dadurch, dass wir halt noch Zeit haben. Ich wusste nicht, dass ich es schaffe. Von daher. Können wir wenigstens weitermachen. Oder zumindest die ersten Secrets holen. Anderes Secret ist hier. Lasst mich in Ruhe. Da. Unscheinbar, aber es ist da. Dann. Gerade nicht. Und dieser Spatz. So. Mit diesem Artefakt kannst du deine Kapazität für Glyph-Energie erhöhen. Und damit haben wir statt 2 schon 6 Glyphen Energie. Maximum. Whatever. So, dann hätten wir das nämlich auch schon mal. Und nun. Das, was jetzt kommt, werde ich noch nicht machen. Ich werde nur erst einmal den Teleporter dafür freischalten. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob wir hier richtig sind. Also richtig im Sinne von, ob, weil es 2 Ein- und Ausgänge gibt. Einmal diesen hier und einmal den anderen und ich glaube, wir sind richtig. Yep. Denn wir werden jetzt was ganz Tolles sehen, wenn ich hier wieder raufkomme. Okay. Hier sind immer noch die Viecher. Für alle, die Blood Omen gesehen haben, sehen jetzt etwas ganz Tolles. Sofern man es erkennen kann. Ja, kann man. Da liegt ein Skelett. Oben ist ein Vampir, der vorher nicht da war. Ja, das hier ist quasi der Turm von Nukraptor. Und ja, Nukraptor lebt ja schon seit einigen Jahren nicht mehr, würde ich mal so meinen. Well. Aber wir werden uns auf jeden Fall beim nächsten Mal uns durch seine Festung schlagen.
glaube, das ist sogar das Symbol, was auf seiner Säule ist. Bin mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher. So, und hier werden wir dann beim nächsten Mal weitermachen. Und dann werden wir unter anderem noch einige andere Orte treffen, wie den hier zum Beispiel. Ich will jetzt nochmal ein paar Teleporter zeigen, die noch offen sind. Jetzt hier werden wir auch erkunden. Das dauert sogar noch. Das vielleicht nicht mehr so lange, aber das dauert auf jeden Fall noch. Und das auch. Und dann haben wir sogar schon fast. Wir sind auf jeden Fall, wenn wir die Secrets nicht mitzählen, über die Hälfte. Und ja. Ich hoffe aber, dass es euch soweit gefallen hat. Auch wenn es relativ schnell ist, geht dadurch, dass ich die Gegner halt nicht besiege. Aber wir haben halt einfach nichts davon. Wir kriegen die Seele, wenn wir welche brauchen. Dann erledige ich sie. Wenn nicht, dann nicht. In diesem Fall kamen wir echt verdammt gut durch. Da habe ich ja mehr bei See von besiegt als sonst. Und ja. Es bleiben auf jeden Fall noch 2 Bosskämpfer. Ich meine 2. Aber wir brauchen noch einige Glyphen. Und das wird auch einige Parts in Anspruch nehmen. Also, es ist noch lange nicht zu Ende. Das ist lange. Aber wir haben auf jeden Fall noch so mindestens 4 extra Parts. Vielleicht auch 5. Und ja. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wenn ja, dann lasst doch dem Video einen Daumen nach oben da. Und ja, wenn ihr mehr Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne jederzeit abonnieren. Und ich freue mich bis zum nächsten Mal. Ciao.